Auf der Reitanlage des Wickrather Schlosses in Mönchengladbach stand am 3. Februarwochenende wieder alles im Zeichen der Dressur. In insgesamt 12 Prüfungen wurde den Zuschauern bei der Equiva Dressur Gala Reiten auf hohem Niveau geboten. Auch einige der Equiva Nachwuchsreiter sattelten für die Gala ihre Pferde. Die 17-jährige Laura Betz und ihr Wallach Benedetto sind das zweite Jahr in Folge im Equiva-Förderprogramm. Neben einer M2-Sterne-Prüfung für Junioren hat die Westfälin noch eine weitere ganz besondere Prüfung genannt. Mein absolutes Highlight hier auf der Equiva-Dressurgala ist natürlich meine erste S-Dressur. Da geht man natürlich mit einem unwohlen Gefühl erstmal ran, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die erste S-Dressur zu reiten. Aber insgesamt, wenn man schon mal die Entwicklung guckt vom letzten Jahr, die erste M-Dressur hier, jetzt die erste S-Dressur, da hat man natürlich schon total Freude daran. Und ja, wenn man das dann noch mit seinem eigenen Pferd reiten kann hier, dann denke ich mal, dass das schon ein tolles Erlebnis wird. Seit über 4 Jahren ist Laura im Besitz ihres Benedettos, den sie seither selber ausbildet. Behutsam und mit der einfühlsamen Hilfe ihres Heimtrainers und Nicole Uphoff-Selke schafften die beiden im vergangenen Jahr den Sprung in die mittelschwere Klasse. Mein Pferd Benedetto ist halt noch recht jung mit 9-jährig. Immerhin hat er noch immer so seine Schwächen, dass er natürlich auch immer noch sehr nervös ist vor den Prüfungen. Ab und zu ist er da natürlich auch noch mal so ein bisschen hektisch. Man muss immer mit ganz viel Ruhe bei ihm da rangehen. Und kommt ein Handgriff falsch in der Prüfung von mir, dann ist er direkt verwirrt. Also bei Benedetto ist das A und O, dass man wirklich ganz fein alles abstimmt, dass man auf die Hilfen alle nacheinander richtig gibt und dann ist Benedetto wirklich ein Pferd, was alles für einen gibt. Die S-Dressur ist für Pferde im Alter zwischen 7 und 9 Jahren ausgeschrieben. Sie wird auf Trense geritten, um die jungen Pferde behutsam an die schweren Lektionen heranzuführen. Mit Hilfe ihrer Trainer hat sich Laura intensiv auf diese Aufgabe vorbereitet. Ja, in der schweren Klasse kommen natürlich so die Pioretten dazu, die natürlich in der M-Dressur noch gar nicht da drin sind. Ja, da haben wir viel dran gearbeitet über den Winter an Feinheiten. Jetzt sind es ja erstmal nur Viertel-Pioretten, wo man ja wirklich nur die Lastaufnahme vor der Piorette zeigen kann. Ja, da haben wir viel dran gearbeitet, aber meistens über halbe halt geritten, dass halt die Viertel-Pioretten noch leichter werden. Ja, dann ist natürlich ein großer Unterschied auch noch die Serienwechsel, die natürlich kommen. Da kommen natürlich die Dreier, auch die Viererwechsel. Ja, da hat man auch langsam angefangen, erstmal nur 3 Stück in der Diagonale geritten. Ja, und dann hinterher wirklich gezählt. Ja, und so habe ich mich darauf vorbereitet mit den Tipps und Kniffen, so, die Nicole mir beigebracht hat. Also ich glaube, dass der Sprung von M nach S gar nicht mehr so schwierig ist. Ich finde es von dieser L-Klasse in die M-Klasse viel schwieriger, weil die Pferde so toll im Außengalopp sind und dann plötzlich diese fliegenden Wechsel lernen mussten. Das war halt bei Benedetto genauso. Und wenn die Mädels einmal Trab-Traversalen reiten können, können die Galopp-Traversalen reiten. Und wenn man mit den Pyretten, mit der Pyrettenarbeit richtig anfängt und denen das gleich von Anfang an gut erklärt, ist das eigentlich auch keine große Schwierigkeit mehr. Für ihre reiterlichen Erfolge opfert Laura einen Großteil ihrer Freizeit. Trotz der anstehenden Abiturprüfungen findet die Westfälin immer noch Zeit für ihren Sport. Ja, ich sag mal so, man muss sich da schon ein bisschen drauf einstellen. Schule ist auch viel. Ich stehe im Moment vor den Abi-Klausuren. Das bedeutet natürlich auch schulischen Stress. Aber wenn man so ein bisschen sich einen Zeitplan macht und halt auch mal verzichtet, weiß ich nicht, abends mit seinen Freunden wegzugehen, dann muss man sich halt auch mal freitagsabends dahinsetzen und noch ein bisschen lernen. Oder auch hier auf der Gala jetzt werde ich mich abends auch noch mal ein bisschen ans Lernen setzen. Wenn man ein bisschen einen Zeitplan hat und beides im Auge behält, dann kann man das gut schaffen mit Schule und Reiterei. Prüfungsbeginn ist um 14.45 Uhr. Laura ist um 15.02 Uhr an der Reihe. Eine Dreiviertelstunde vorher macht sie sich und ihren Wallach fertig. Auch die Nervosität geht in ihre Startlöcher. Mit der weiß Laura aber mittlerweile umzugehen. Ja, ich werde eigentlich immer so ein bisschen ruhig, wenn ich dann ein paar Lektionen geritten bin. Wenn man weiß, dass es halt so alles klappt. Und ja, natürlich ist die Unterstützung von Nicole als Trainerin hier auf der Dressurgala auch immer total wichtig. Wenn die einen dann so ein bisschen unterstützt und sagt, ist alles gut so oder da kannst du noch ein bisschen dran arbeiten, dann hat man eigentlich schon so ein gutes Gefühl und dann kann man auch mit einem guten, euphorischen Blick in die Prüfung einreiten.
Erleichtert und glücklich verlassen Laura und ihr Daddy die Halle. Das Paar zeigt eine souveräne erste Prüfung, auch wenn Laura gleich zu Anfang die Zügel aus der Hand gab. Ich weiß nicht, vielleicht haben meine Hände zu viel gezittert, keine Ahnung. Sowas hatte ich auch noch nie, aber ich denke mal, sowas gehört zur ersten Essdressur dazu, werde ich, denke ich, mal nie vergessen. Es war einfach, man kann es gar nicht in Worte fassen, es war total eine Anspannung vor und es war einfach total super, es hat total viel Spaß gemacht. Ja, man reitet da ein und man denkt, ja, man ist jetzt in einer schweren Klasse und ja, man kann es nicht in Worte fassen, es war wirklich total unglaublich toll und es hat riesen Spaß gemacht und ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also ich bin total glücklich, das war jetzt die erste Essdressur von den beiden. Und es gab natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten, aber das Wichtigste war, dass sie ein unheimlich schönes Bild dargestellt haben. Benedetto war sehr zufrieden heute und Laura hat so richtig schön mit unsichtbaren Hilfen geritten, von Punkt zu Punkt, hat die Übergänge rausgeritten. Ich bin total glücklich, dass das bei beiden so gut geklappt hat. Auf dem Weg in die schwere Klasse haben Laura und ihr Benedetto den ersten Schritt in die richtige Richtung bereits gemacht. Nun heißt es für die beiden weiter trainieren und gemeinsam Schritt für Schritt neue Herausforderungen zu meistern.